Wir erreichen Odendorf. Die Sonne kommt auch gerade noch mal kurz raus. Hier ging die 7, 8, 9 Meter hohe Welle durch. Dadurch. Das ist komplett unvorstellbar. Das ist komplett unvorstellbar. Das blaue Tee bedeutet leider, das machen die Einsatzkräfte mit Spraydosen drauf, dass in dem Haus jemand gestorben ist. Und überall war so hoch, das ist noch der Restschlotze. Das war überall hier. Also von meiner Seite auf jeden Fall gerne geschehen. Jederzeit wieder. Einen wunderschönen guten Morgen aus Sürth, knapp 10 Kilometer südlich von Köln, direkt am Rhein gelegen. Ja, der Schlafplatz gestern hat wirklich drum gebettelt, dass ich da bleibe. Wunderschön. Ich war heute super, super früh wach, so um 6:30. Trotzdem ist es jetzt fast 12 und ich fahre jetzt erst los. Heute geht's zu einem Freund, dem ich vor einem Jahr nach der Flutkatastrophe geholfen habe. Da wollen wir mal gucken, ein Jahr später, wie es da heute aussieht. Er gehört zu den Glücklichen, bei denen die Versicherung das alles brav reguliert hat. Und es war dann also nur sehr, sehr viel Arbeit und Ärger, soweit ich das weiß. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. Ich habe leider gerade nur noch einen Handschuh. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, weil gestern, als ich hier ankam, hatte ich natürlich noch beide. Und ich habe jetzt auch gerade alles abgesucht. Ja, deswegen ist jetzt erstmal ein Fahrradladen im Navi, dass wir da wieder Ersatz kriegen, weil die Handschuhe haben mir ja schon einmal meine Hände gerettet und lieber haben als brauchen in dem Fall. So, der gute Olaf, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett, hat mir erstmal neue Handschuhe verpasst. Jetzt habe ich weiß, dass ich die anderen gleich wiederfinde. Das ist relativ sicher, weil jetzt habe ich ja die. Aber dann habe ich halt zwei Paar, das schadet auch nichts, weil die stinken schon ganz schön nach einer Woche, kann man schon sagen. Jetzt mal neue zu haben, ist schön. Er hat mir außerdem jetzt auch noch mal einen kleinen Tipp gegeben, wie ich besser jetzt fahre, damit ich nicht hier komplett durchs Chaos fahre und wo der nächste Bäcker ist. Das, was da vor uns liegt, das liegt tatsächlich vor uns. Da fahren wir jetzt einmal drüber. Also schön Kräfte sparen, schön Akku sparen. Wir haben noch 80%, der hat aber gerade schon geblinkt. Das heißt, wir sind eher irgendwo bei 60-70%. Zur Not habe ich den zweiten Akku noch, der ist voll, weil das habe ich schon gemerkt, voller Akku am Berg ist wichtig. So ein halbvoller Akku gibt immer mal wieder nach und das kostet doppelt Energie. Kardorf meint es ernst mit uns. Das ist der Berg, den wir eben vom Weiten gesehen haben. Fühlt sich von nahen viel steiler und höher an. Ich bin jetzt auf dreifacher Unterstützung. Die Reichweite ist jetzt auch gerade auf 40% runtergegangen im dritten Gang. Bisher geht es, dank Asphalt, aber es hat auch gerade erst begonnen. 150 Meter. Durch den Asphalt ist es machbar, aber trotzdem gucken wir mal, was jetzt kommt. Und dann fliegt der Hund gleich mal raus, also da fliegt der Hund auf jeden Fall raus. Amonos, ein kleiner Hund, ruf den Berg. Okay, also das ist ein Argument jetzt hier für ein anderes Bike, dass mir der Akku einfach weggeht zwischendurch. Ich weiß auch nicht, ob es die Spannung vom Akku ist wahrscheinlich oder ob der Motor einfach zu schwach ist. Hier brauche ich mehr.
Also auch Probefahrt für ein neues Bike wird bald anstehen. Ich habe ja schon was im Fokus. Kostet allerdings auch 4000 Euro. Da brauchen wir ein paar Follower mehr hier. Oh Gott. Oh, wir haben es, glaube ich, geschafft. Oh, das war hart. Das war richtig hart. Aber wir sind jetzt oben auf dem Ding. Geht noch mal ein kleines Stück nachher runter und dann noch ein kleines Stück hoch. Das war's. Aber so ein Aufstieg kostet praktisch den ganzen Akku. Hier. Sehr nach meinem Geschmack der Weg heute. Der Berg hier eben war ein bisschen anstrengend. Das waren aber auch nur, weiß ich nicht, 10 Minuten, 5, keine Ahnung. Fühlte sich länger an, aber es ging dann doch schnell. Wir müssen hier rechts, kleiner Hund. Hier rechts so. Da lang. Ja, nein. Ja, ich wollte gerade fragen, ob dieser Bereich hier letztes Jahr von der Flut auch betroffen war. Dieser kleine Bach auch hier Unheil angerichtet hat. Aber man sieht es noch hier. Jedes zweite, dritte Haus wird noch renoviert, wurde gerade renoviert. Baum der Erinnerung. Flutkatastrophe, 15. Juli 2021. Gänsehaut, wirklich. Ja, die Durchfahrt durch den ersten Ort, der hier letztes Jahr von der Flutkatastrophe betroffen war, hat mir schon ein kleines bisschen zu schaffen gemacht gerade. Mit Gänsehaut und Demut und ich weiß gar nicht, Ehrfurcht und auch Trauer. Ein Freund von mir war mit zwei Häusern betroffen, einmal mit seinem Wohnhaus, bei dem in Anführungszeichen nur der Keller zu voller Wasser war, aber bis zur Decke voll. Und der Keller war halt Wohnraum, also voll eingerichtet, komplett voll. Außerdem hatte er noch ein Haus oder hat ein Haus in der Ohrbachstraße, die auch an so einem kleinen Rinnsal liegt. Ich werde euch das zeigen. Es ist wirklich, wahrscheinlich ist der, wenn wir da heute hinkommen, ausgetrocknet. Da läuft normalerweise kaum Wasser. Und durch diesen kleinen, durch dieses Rinnsal ist halt eine 9 Meter, 8 Meter, 7 Meter, keine Ahnung wie viel, viel zu große Flutwelle gekommen, die da diese Bilder erzeugt hat, das Leid erzeugt hat, was ihr sicherlich letztes Jahr in den Medien verfolgt habt. Seine Familie ist, also erstmal glücklicherweise, bei denen war zum Glück nur materieller Schaden, der sogar versichert war. Und soweit ich weiß, hat die Versicherung jetzt sogar bis jetzt alles reguliert oder zumindest einen Großteil, das weiß ich nicht ganz genau. Das geht ja auch vielen ganz anders. Und es gab natürlich auch Todesopfer, auch in dem Ort, in dem wir hinfahren, in direkter Nachbarschaft, zumindest von der Oberstraße. Also Gott sei Dank nur materieller Verlust, aber war natürlich dann auch so, die mussten da nach der Flutnacht, die haben die Flutnacht im Haus verbracht und gehört, wie da der Keller, der Estrich hochgegangen ist. Also die wussten natürlich nicht was, aber es hat halt laut geknallt im Keller. Sind dann am nächsten Tag evakuiert worden und erst am Montag nach der Flut durften ja die Ersthelfer und auch die Anwohner überhaupt das erste Mal rein. Vorher haben ja THW, Bundeswehr und Feuerwehren den ganz schlimmen Job gemacht, damit wir Ersthelfer halt nicht gleich einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn wir irgendeine Tür öffnen. Als wir am Montag reinkamen, wir kamen erstmal zwei Stunden nicht rein, weil der Funk ausgefallen ist. Es gab einfach keinen Funk. Die haben alle Digitalfunk und er hat halt nicht funktioniert, weil es kein Handynetz gab. Es war traurig. Auf jeden Fall mussten wir deswegen wie zwei oder drei Stunden vor dem Dorf warten, auf der Straße mit vielen anderen im Stau. Ja, und keiner wusste so, was los ist. Keiner wusste ja, wie stark sein Haus jetzt betroffen ist. Wie hoch ist der Schaden? Ist das Haus überhaupt noch da? Ist es zu retten? Wir durften dann irgendwann rein und wir waren erstmal am Wohnhaus. Und das Gute ist an diesem Wohnhaus, die Umgebung am Wohnhaus sah nicht so aus, wie ihr das aus den Nachrichten kennt. Das war alles ganz normal.
Die allermeisten Nachbarhäuser haben auch gar nichts abbekommen, weil sie keinen Keller hatten. Allerdings die Straße runter, der Kindergarten, also 50 Meter von dem Wohnhaus, wo nicht so viel los war, der stand halt auch die komplette erste Etage unter Wasser und man hat die Spuren der Verwüstung gesehen. Wasser gab es zu der Zeit da in dem Gebiet keins mehr, das war alles schon weg. Ja, und wir haben dann da den Wohnkeller halt leer gemacht. Ich hatte so eine Warthose dabei, das heißt, ich war der Glückliche, der zuerst rein durfte. Da stand das Wasser auch noch so, boah, fast bis zur Brust. Und das Wasser kam halt aus der Kanalisation. War nicht so schön. War ein Haufen Arbeit. Es fing aber gleich, tatsächlich muss man sagen, wir haben trotzdem versucht, ein bisschen die Stimmung hochzuhalten. Mit ein bisschen Galgenhumor und uns es so angenehm wie möglich zu machen. Und was es dann besonders angenehm gemacht hat, ist, dass schon nach wenigen Stunden wir nicht mehr zu dritt waren, sondern die Nachbarn, die mit ihrem Keller schon leer sind oder überhaupt nicht betroffen waren oder das Glück hatten, dass die einfach dazu gekommen sind. Und am Ende des Tages waren wir eigentlich immer so 15, 20 Leute. Und es macht so einen großen Unterschied von der Moral, von allem, ob man zu dritt ist oder zu 15 oder zu 20. Wir haben da Berge Schrott rausgeschmissen. Alles weg. Alles musste weg. Alles. Persönliche Erinnerungen. Alles. Ja, wir haben da dann 2 Tage verbracht und erst am dritten, vielleicht auch erst am vierten Tag, ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren, ging es dann runter in das echte Katastrophengebiet, da wo halt wirklich die Flutwelle durchgegangen ist, also das Haus für die Schwiegereltern. Es, klar, ihr habt sicherlich die Fernsehbilder gesehen, aber das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man da vorsteht, wenn man das sieht, wenn man sich vorstellt, was da passiert sein muss und dann natürlich auch von den Betroffenen die Geschichten hört, das ist, mir fällt dazu gar nicht ein, was ich dazu sagen soll. Es ist, wir kommen also morgens an zu dritt, jeder hat eine Schubkarre, jeder hat eine Schaufel, Handschuhe, Gummistiefel und mein Freund war einen Tag vorher schon mal da, hat sich ein Bild gemacht, hat was erzählt, dass das nicht gut aussieht und dass da halt knietief die Schlotze steht. Schlotze ist der Schlamm, haben wir Schlotze genannt. Aber dann wirklich davor zu stehen, also meiner Erinnerung nach stand die Schlotze bis zur Brust oder auch über den Kopf hinaus, aber also wirklich mehr als knietief. Und das Ding war halt, dass das ja jetzt da schon eine Woche stand. Das heißt, wir hatten da Schlamm, der nach allem möglichen stank, der aber auch schon fast getrocknet ist, also teilweise getrocknet war. Also nichts, was man echt gut wegschippen kann. Wir haben dann jeder die erste Schubkarre voll gemacht und dann ging die Laune auch schon runter. Also nach 15 Minuten waren wir komplett bedient, weil wir sofort gemerkt haben, ey, das macht gar keinen Unterschied, ob wir jetzt diese Schubkarre dahin schippen oder ob wir es lassen. Wir können es jetzt auch einfach hinsetzen und heulen. Wirklich, so war uns zumute, nach 15 Minuten zumindest mir. Ja, und genau in diesem Moment setzt dann dieses Wunder ein. Und das ist eigentlich bei allem Schrecklichen, was ich erlebt habe, gehört habe, gesehen habe, das, was alles ausgemacht hat, das war diese unglaubliche Solidarität. Danach rechts ab. Genau in diesem Moment der Verzweiflung kam dieser Schwall von Menschen da an. Bestimmt 30 oder 40 oder noch mehr junge Menschen kamen auf uns zu und fragten, braucht ihr Hilfe? Wie gesagt, das wäre nett. Das wäre ganz okay. Mögt ihr Schlotze? Wir haben eine Menge Schlotze. Die Schlotze, die hier überall ist und im Haus ist und überall ist, links abbiegen, die muss danach hier rechts auf diesen abbiegen. Schlotzehaufen. Das ist die Tagesaufgabe und auch die von morgen. Wenn ihr Bock habt, wir besorgen euch Bier, wir besorgen euch Bratwurst. Bleibt bitte, bleibt bitte. Und die sind geblieben. Und das machte so einen Frech. Unterschied, wenn du mit so vielen Leuten da loslegst. Du siehst nach 10 Minuten siehst du einen Unterschied. Und wir haben wirklich versucht, trotz der bescheidenen Lage immer wieder ein bisschen Späße zu machen, die Truppe Folge bei Laune dem Weg zu halten. Kilometer.
Ja, und dann wieder Solidarität. Die Leute, die nicht betroffen waren und nicht körperlich irgendwie helfen konnten, die haben dann auf ihren Grundstücken riesengroße Grill- und Essbuffets aufgebaut. Das ganze Dorf hat Nudelsalat gemacht, Bratwürste geholt. Auf eigene Kosten haben die aus den umliegenden Gemeinden, wo noch Strom gab, wo es gekühlte Getränke gab, haben die Getränke gekühlt, haben kaltes Bier geholt, Notstromaggregatoren aufgebaut, nur damit Getränke gekühlt werden, weil das macht so einen Unterschied in der Moral, wenn die Scheiße da machen muss, wenn dir mal nach 2 Stunden jemand ein kaltes Bier reicht. Ja, selbst die Leute, die kein Bier getrunken haben, die haben dieses Bier geliebt. Ja, ganz lange Geschichte. Heute gucken wir mal, oder heute und morgen gucken wir mal ein bisschen, wie es nach einem Jahr in der Region aussieht. Wir erreichen Odendorf. Die Sonne kommt auch gerade noch mal kurz raus. Begrüßt uns freundlich. Es ist ja auch wirklich wunderschön hier, die Umgebung. Wirklich wunderschön. Ja, das ist das Rinnsal übrigens. Da löst kein Tropfen Wasser drin. Hier gingen die 7, 8, 9 Meter hohe Welle durch. Dadurch, das ist komplett unvorstellbar. Das ist komplett unvorstellbar. Ja, und hier war das Epizentrum. Das Haus ist neu. Hier fehlt eins. Auch hier die ganze Straße. Ich weiß nicht, ob an dieser Stelle, aber zumindest da, wo wir gleich hinkommen, da war einfach die ganze Straße weg. Ich war einfach halt weg. Nicht mehr vorhanden. Und überall war hier alles voll mit Sperrmüll, logischerweise. Und anderthalb, also mindestens 1 Meter hoch Schwatze. Überall. Aber ich muss sagen, das Allermeiste ist ja wieder hergestellt worden. Zwischendurch fehlt immer ein Haus. An vielen wird immer noch gearbeitet. Ja, das da hier, das ist jetzt. Hier haben wir gearbeitet. Genau hier. Das Haus nicht. Das Haus ist gesperrt, einsturzgefährdet. Da ist noch das T drauf. Das blaue T bedeutet leider, das machen die Einsatzkräfte mit Spraydosen drauf, dass in dem Haus jemand gestorben ist. Er war im Keller und versucht es leer zu pumpen. Ja, und das hier war unsere Baustelle. Das ganze Gelände, hier stand noch eine große Scheune. Und überall war so hoch, das ist noch der Restschlotze. Das war überall hier. Und dann sieht es teilweise ja noch, Schlotzreste sind noch da. Und das Haus war gerade frisch renoviert. Die Schwiegereltern sollten an dem Wochenende nach der Flut hier einziehen. Die Küchenmöbel wurden gerade von der Sarkasmus AG geliefert. Hier war die Straße intakt, auf der anderen Seite die komplette Straßendecke. Ja, man sieht es da auch noch. Da fehlt noch ein bisschen Straßenbelag. Es war komplett einfach eingestürzt. 2 Meter tiefes Loch. Die Bahnlinie gab es auch nicht. Da lagen einfach Autowracks und zerquetschte Autos und riesengroße Bäume. Und kein Bahnübergang mehr. Ja, hier muss ich mal fragen, was draus geworden ist. Die alte Dame hatte dieses wunderschöne Haus gerade komplett, aber es sieht wieder gut aus. Die hat das wirklich wieder hergerichtet. Oh, das freut mich so. Sie hatte Tränen in den Augen, hat dieses Haus mit ihrem Mann zusammen ihr Leben lang fertig gemacht. Es war gerade alles fertig, dann kam die Flut. Die wollten gerade irgendwie, der Grill fehlte noch im Garten, da wollten sie ein großes Familienfest machen, dass das Lebenswerk abgeschlossen ist. Dann kommt die Flutwelle und nimmt das Haus. Alles zerstört. Und sie hatte, glaube ich, irgendwie erzählt, sie hat eine Versicherung gehabt, aber über Versicherungsschutz von 20.000 Mark oder 15.000, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ganz offensichtlich ist das Haus wieder da, wenn ich es nicht verwechsel. Ich glaube, das ist das Haus. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Ich war da in diesem Keller. Das war ein Horrorszenario. Das
und Keller, in dem man nur knien kann oder gebückt laufen kann. Da waren wir zu viert drinnen im Dunkeln, haben da die Schlotze rausgeholt. Doch, es ist schön zu sehen, dass hier, sicher, man sieht noch den Wiederaufbau, der ist noch nicht abgeschlossen. Einige Häuser offensichtlich aufgegeben. Aber im Großen und Ganzen hat sich hier viel getan. Schön, dass die Menschen die Kraft hatten, das nochmal anzugehen. Und so alles verliert. Wirklich fast alle Menschen hatten nichts. Ja, die haben wirklich einfach, du kannst alles wegschmeißen. Hier stand wirklich bis zur Decke, im ersten Stock bis zur Decke das Wasser. Das ist unvorstellbar, dass dieses Rinnsal, wo nicht mal jetzt nicht mal ein Tropfen Wasser drin ist, diesen ganzen Ort zerstört hat. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen. Also von meiner Seite auf jeden Fall gerne geschehen. Jederzeit wieder.